Einen wunderschönen guten Tag hier bei uns auf deinem Kanal. Willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve. Bei mir ist der Baumfäller der Herzen. Er ist der Förster der Verrückten. Es ist Benny! Woo! Hallo! So, wir spielen für euch heute House in the Woods. Und zwar ist das so ein bisschen so in einer PlayStation 1 Grafik gehalten. Und tatsächlich lange so ein bisschen unter der Hand als ein Blair Witch Spiel handelt. So, Benny, die obligatorische Frage, kennst du das? Nee, aber ich höre die ganze Zeit so irgendwie im Hintergrund schon ein leichtes Schreien. Ja, das ist unsere Freundin hier im Zelt, hat sich einen Splitter eingerissen. Mückenstich. So, okay, ich würde mal sagen, also wir müssen irgendwie, im Intro wurde kurz gezeigt, irgendwie ein Pärchen ist verschwunden. Okay. Und wir müssen es finden. Okay. Ist ja überhaupt kein gruseliger Obelisk. Und der Kompass dreht total ab. Schön. Schön, schön, schön. Ich kann auch irgendwie nichts damit machen. Interagieren geht nicht. Okay, und wir sind jetzt auf der Suche nach dem Pärchen? Nach dem Pärchen, ja. Warum? Ja, weil wir es wahrscheinlich retten sollen. Alter. Okay. So, tatsächlich würde ich mich jetzt einfach nur mal Richtung Westen orientieren, damit ich jetzt einfach mal eine Richtung habe hier. Na, dann probier dein Glück. Go West! Life is beautiful there. Go West! Scheiße. Oh! Da war einer so in so einem. Okay. Entschuldigung bitte, Benny, tagt heute der Kuckucks-Clan hier in der Ecke? Ich hoffe nicht. Ansonsten hätte ich noch meine Baseballkeule vergessen im Zelt. Ne, wer will? Ne. Also ich bewundere es wirklich immer. Tatsächlich braucht man wirklich keine High-End-Grafik, um eine coole Atmosphäre aufzubauen. Ich finde das wirklich, beklemmt. Also Jojo schreibt gerade hier, das war unsere Freundin im Nachthemd. Schon gruselig, jedes Mal. Ah. So, im Westen passiert hier irgendwie ja nichts. Oh, wie? Aber was sind denn das immer für Zeichen an den Bäumen? Ich weiß es nicht, Benny. Ein X. Was haben wir hier noch was? Ah, nee, das sind Futterkronen. Ach du Scheiße. Okay. Was sind das für was? Futterkronen. Wo sind wir denn hier? Alter, ach du Scheiße. Sollen wir den Schrein nachheben? Oh, geh doch mal da in die Richtung, ja. Ja, die Norden? Ja. Hört er sich zumindest so an, oder? Ja, also ich kann verstehen, dass das so als Blair Witch Spiel gehandelt wird. Alter. Aber wo sollen wir denn hin hier, Alter? Weiß ich auch nicht. Hallo? Weil jetzt haben wir auch kein Geschrei mehr. Hast du das eigentlich mal mit dem Flackern, oder? Wie bitte? Nee, das ist... Flackern macht er von alleine. Okay. Aber vielleicht so, zeigt uns ja das Flackern die richtige. Oh Gott, die richtige Richtung an, aber vielleicht auch nicht. Alter. Das wäre jetzt überhaupt gar nicht für mich hier. Mitten im düsteren Wald. Vor allem, wir kommen ja nie wieder zu unserem Zeltplatz zurück. Ja, ne, ich glaube auch nicht, dass das unser Zelt war. Ich glaube, das war das Zelt von dem Pärchen, was wir suchen. Ja, darauf sagt Mutti auch übrigens, wir suchen die alleine mitten in der Nacht. Ist richtig smart. Naja, aber was willst du machen? Naja, ist jetzt halt dumm, ne? Und diese Suchaktion im Wald gerade alleine ist halt wirklich bescheuert. Aber ach, du, was ist denn mit dir? Ein Baum. Ja, harzt er? Oh, warte mal, ich höre die Schreie wieder. Was nicht. Oh Gott. Machen wir einen Ostenofen. Ja, Alter Mann, ey, das ist wirklich, es ist so eine Oldschool-Grafik. Aber ich hab Gänsehaut vom Feinsten. So, jetzt spinnt doch schon wieder hier der Kompass. Was ist hier los? Und waren da gerade Augen? Ah, ach nee, okay, das war, nee, okay, das war nur der Strauch. Was ist denn das?
Alpha. Okay. Nee. Kannst du mit dem irgendwas machen? Also interagieren, irgendwie anfassen, angrabbeln, keine Ahnung? Na, Mann, Alter, hört doch mal auf! Hört doch mal auf! Und irgendwer spricht doch hier. Irgendwie, es kann hier nicht machen. Nicht steht hier. Ist das jetzt irgendein Indikator, wo ich jetzt bin, wo ich hin soll? Was? Ich versteh's nicht. Weil der andere Monolith, das war ja ein anderer. Ne? Das ist schon jetzt der zweite, den wir jetzt gefunden haben hier. Okay. So, warte mal. Aus welcher Richtung kommen die Schreie? Weiß ich nicht. Ich höre die ganze Zeit irgendwelche gewissbare Sachen hier. Nach Osten laufen. Okay. Mann, ey. Ist ja nicht hier überhaupt für den Wald. Warte mal, das muss doch mal ein Ende haben hier irgendwo. Hallo? Ist doch gar nicht stürmisch irgendwie da die ganze Zeit. Ist hier eine Senke? Gibt es irgendwie auch vielleicht einen Weg oder so, den wir langlaufen könnten? Irgendwie gibt es sowas in der Art? Ja, Mann, Alter! Okay. Was? Wie? Oh. Also, Camp Norden hätte ich jetzt gesagt, kommt der Schrei her. Jetzt kommt er wieder von da. Ist doch kein Indikator, wo wir sind, Alter. Wir irren hier durch den Wald. Hast du denn irgendwie andere Möglichkeiten? Also hast du irgendwie ein Inventar oder nee, irgendwas? Nee, nicht, nicht. Okay. Da wird geschrieben, help, help, oder so. Aus der Richtung. Why? Okay. Okay. Cool. 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 Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber es ist eine 1A-Puppenpelle, mein Freund. Eine 1A-Puppenpelle. Also, geh doch mal da rein. Da, wo die Schreie herkommen? Hm? Schön. Und die Handabdrücke sind ist wirklich sehr blärwitschig. Es ist ja richtig blärwitschig. So, um den Vergleich zu haben, plopp! Check nach dem Video mal das Video da oben. Hallo? Herr Carver? Sind Sie zu Hause? Wir gucken erstmal hier unten. Ich kann auch nicht mehr rennen. Ich kann jetzt nur noch... Und wir haben jetzt hier ein... Mann, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf! Fuck. Mann. Wieso? Ja, also Jojo fragt nach einer Roomtour. Ja. Oh. Oh, geht jetzt an. Die Penner. Siehst du sie? Ja. Verpisst euch an meinem Rasen! Entschuldigung. Musste sein. Hallo? Das war doch jetzt... Was? Nein! Nein! Nein, Benni, nein! Wieso? Sehr schöne Kerzen hier. Toll. Alter. Könnt euch sonst nicht verpissen! Die Polizei. Hallo, der Vater. Da standen wir doch vorhin, oder? Ich kann mich nicht bewegen. Uwe. Soll ich mir das aufschreiben? Uwe. Also, das Symbol? Schreib mal auf. Was stehen wir hier? Oh, wie im Körper. Da ist irgendwas auf dem Boden. Ja, rotes. Aufge. Alter. Okay. Das ist schon krass, oder? So, wie sieht's denn hier? Soll ich jetzt da hinrufen? Finde ich doch niemals. Ich weiß nicht. Die Knieche sind weg.
Also dahin werden wir nie wieder finden, das sag ich dir jetzt schon. Oh, was? Wien, wohnen, was ist hier los? Oh Gott. Oh Gott. Hallo? Ja. Ich geh mal nach oben. Ja, mit den ganzen Händen. Ist das schön. Ist das schön. Will das nicht. Will das nicht. Der Vater, das liegt bei. Das liegt daran an Stevies Übertragung. Das ist heute ein bisschen. Cool, Jungs. Ne, zieht euer Ding durch. Ich geh einfach. Also, als ob du einfach so gehen kannst. What the fuck, Alter. Also. Hast du noch die Taschenlampe? Ich hab auch keine Taschenlampe. Nee, ich hab auch keine Taschenlampe jetzt mehr. Ich seh nix. Okay, cool. Voll cool. Ja, wo war schon eine Taschenlampe hier? Mitten in dem Scheißhaus hier. Hast du das am Fenster gesehen? Zum Glück nicht. Du Glücklicher. Okay, wir sind jetzt im ersten Stock. Ist ja schön. Ist ja schön. Gehen wir nochmal auf den Dachboden. Na? Ich dachte eher, dass du in den Keller musst oder so. Aber Dachboden ist ja auch. Ja, der kommt bestimmt noch. Der kommt bestimmt noch. Wisst du, Keller oder Dachboden? Okay. Bin ich dagegen? Sag ich das? Bin ich dagegen? Stell dich da einfach mal in die Mitte. Wie? Soll ich noch irgendwie, keine Ahnung, noch ein Ziegenopfer da bringen oder was? Was darf's denn sein? Mischt mal ein Messer mal. Da hast du dein Ziegenopfer. Oh Gott. Ach du Scheiße. Ich hab nichts. Was denn? Fuck. Oh Gott, Alter. Oh Gott, Alter. Wer hat denn hier alles vollgemalt? Ich sag mal, wie das ist. Stresst mich ein bisschen, das Spiel. Stresst mich ein bisschen. Oh, nur dezent. Nur dezent. Ah, oh, schön. Ja. Okay. Cool. Total cool. Ich ruhe in mir selbst. Nee, ist klar, ist klar, ist klar. Nein! 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 Nein, Benny! Nein! Auf geht's in den Keller. Keller. Ach, leck mich doch. Er ist so schön. Warte mal, gibt's hier noch was? Ja, ja, ne, schön hier. Er macht so viel Spaß. Ne? Alles cool hier. Schön, schön, schön. Oh, fuck, Alter. Nette Tapete. Oh Gott. Schön hier mal mit Marsch an der Wand. Na, du musst ja eh wahrscheinlich da nach hinten links oder so hinter die. Ich will nicht. Wir werden keine andere Wahl haben. Ich hab nichts gesehen. Da steht in einer Ecke. Oh ja, stimmt. Das sind doch wir. Na, denn, der hat doch das gleiche an wie wir. Dann fass ihn doch mal an die Schulter und sag ihm: Hallo. Benny, Alter. Ich nehm dich nächste Mal mein Wort, wenn du irgendwas machen musst. Wenn du irgendwo hinläufst, du. Nö, halt. Hallo? Okay. What? Sind wir jetzt das Opfer? Kino, mach. Können wir gehen? Möchte ich gehen? Alter, was jetzt? Oh Gott. Wer ist die Erde? Na, mal kurz hier eine dunkle Entität beschwören. Okay. Der Mini-Goliath. Ja, krass, ja, das war gleich instant rausgeschmissen aus dem Spiel.
Okay. Okay, das war The House in the Woods, ihr Lieben. Ich fand's sensationell. Ich fand's einfach sensationell. Hat richtig gezeckt, das Spiel irgendwie. Kurz und echt mega fies und knackig. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne irgendwie einen Daumen nach oben da. Falls ihr den Kanal noch nicht kennen solltet, ihr Lieben, lasst doch bitte ein Abo da und helft dem Kanal dabei zu wachsen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr uns einfach ein bisschen unterstützt und beim nächsten lustigen Let's Play wieder mit dabei seid. Und ihr kasset, wenn ich mich bei so einer Scheiße verquatsche irgendwie. Tschüss.